Hier haben wir unsere Zutaten, die wir für unser selbstgemachtes Sub brauchen. Wir brauchen Mehl, wir brauchen Zucker, wir brauchen Salz, wir brauchen Oregano, wir brauchen ein bisschen Olivenöl, 150 Milliliter Wasser. Dann haben wir hier noch Parmesan und Hefe. Ja. Das wiege ich jetzt ab und dann mixen wir das alles zusammen. Genaue Zutaten und wie Mengen schreibe ich euch unten in die Infobox. Und dann sehen wir uns beim Kneten wieder. Was wir jetzt im ersten Schritt machen, ist unser Wasser und die Hefe vermengen. Lauwarmes Wasser nehmen und die Hefe vorsichtig reinbröseln. Und aktivieren somit quasi die Hefe und geben auch gleich unseren Zucker damit dazu. Rechenbeispiel machen wir da jetzt einen halben Teelöffel rein. So, und dann rühren wir das Ganze rum und lassen das einen Moment stehen, dass die Hefe wirklich angehen kann. Ja, damit wir dann nachher einfach ein besseres Ergebnis bekommen. Ja, kann ich immer empfehlen, das vorher schon zu machen, eben hinzustellen und dann die anderen Zutaten einfach abzuwiegen. Das mache ich jetzt auch und dann kommen wir zum Kneten wieder. Unser Mehl und das Salz ist schon drin. Jetzt geben wir unsere warme Hefemischung dazu und lassen es quasi einfach anfangen zu rühren, zu kneten, besser gesagt. Und geben dann auch schon gleich unser Olivenöl mit dazu. So, und das lassen wir jetzt schön kneten. Gute 10 Minuten lasse ich das kneten auf kleiner Stufe, dass es einen schönen Teig gibt. Und dann zeige ich euch das Endergebnis, bevor wir ihn ruhen lassen. So, unser Teig hat fertig geknetet. Den machen wir jetzt ab. Knete ihn noch ein bisschen zu einem kleinen Ball. Und dann lassen wir erstmal die Hefe arbeiten. So, so sieht jetzt unser kleines Bällchen aus. Ja, den legen wir jetzt wieder in unsere Schüssel rein. Schwupps. Und jetzt, ganz wichtig, geben wir da noch einen kleinen Schuss Olivenöl drüber, dass der überall schön ein bisschen Olivenöl abbekommen hat, und decken ihn jetzt zu und lassen die Hefe entsprechend arbeiten, decken ihn ab, nasses Tuch drüber, warmer Platz suchen und dann lassen wir eine Stunde ziehen. Eine Stunde später gucken wir mal den Teig an. Der ist schön aufgegangen, schön fluffig, den holen wir jetzt erstmal raus und dann formen wir ihn zu zwei Baguettes. So, da haben wir ihn jetzt, schön fluffiger Teig, den machen wir jetzt gerade ein bisschen breiter und ein bisschen länger. So, und dann gehen wir einfach mit dem Messer hin und schneiden es einmal in der Mitte durch und formen uns dann unsere Baguettes quasi. Drehen wir noch ein bisschen, dass wir ein bisschen Rundung haben, ein bisschen Blatt drücken und dann legen wir die jetzt schon gleich auf dem Backblech, beziehungsweise erstmal nur auf dem Backpapier. Machen wir im zweiten auch noch schnell und lassen die dann nochmal abgedeckt, ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten so ruhen, dass die in sich dann nochmal ein bisschen aufnehmen können. So, da sind jetzt unsere zwei Baguettes. Wie gesagt, die decken wir jetzt gerade nochmal ab und lassen sie genauso einfach nochmal liegen. 20 Minuten später, ich habe jetzt noch das Backpapier auf dem Brett getan. So, und jetzt werden die Baguettes quasi, ja, belegt, ja, oder bestrichen. Dafür nehmen wir uns einfach ein bisschen Wasser, bestreichen die Oberfläche ein bisschen, beiden Seiten. Und dann habe ich hier meinen geriebenen Parmesan plus mein Oregano. Und den können wir da jetzt ganz einfach draufsetzen. Das ist auch das Schöne, da könnt ihr quasi machen, wie ihr wollt. So viel drauf machen, wie ihr wollt. Ich mag es immer ein bisschen mehr. Es läuft so ein bisschen an der Seite runter. Wichtig vielleicht vorab schon mal den Grill aufheizen auf 180 Grad. Zeige ich euch aber auch gleich noch, wie ich da meinen Set abgemacht habe. So, und so
bringen wir die dann gleich raus an den Grill. Die sehen jetzt schon ganz gut aus und jetzt geht es also drin. So, wir haben jetzt knapp über 200 Grad. Ich habe ihn schon ein bisschen runtergestellt. Ich habe jetzt hier quasi wieder die Deckelhalter von Ikea. Da oben drauf mein Pizzastein. Und da kommen jetzt entsprechend unsere Baguettes drauf. Und so sieht das Ganze dann von oben aus. Und so lassen wir sie jetzt für 15-20 Minuten drauf. 15 Minuten sind rum. So sehen unsere Baguettes jetzt aus. Ich finde, sie sehen hervorragend aus. Riechen tun sie auch super. Die lassen wir jetzt nur erstmal richtig auskühlen, dass die nicht jetzt gleich komplett hart werden, ja, damit sie wieder fluffig weich werden. So lassen wir sie erstmal und dann sind sie im Prinzip servierbereit oder aufschnittbereit zum Belegen für ein, ja, wie bei Subway auch Sandwich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert mich auch gerne, auch gerne einen Kommentar, wie ihr eure Subs am liebsten macht oder auch wie sie am liebsten belegt, würde mich freuen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr es auch mal gerne nachmacht und mir da auch ein Feedback gibt. Und dann sehen wir uns bald wieder, euer Mein Barbecue.